Unsere Welt ist voller Wunder. Und das Leben gibt uns die Möglichkeit, diese Wunder zu erfahren. Gewitterstürme, Tropenregen, aus der Erde stoßende Geysire. An all diesen Dingen können wir uns erfreuen. Und alles Neue und Aufregende ist zugleich anziehend. Der Aquapark soll eine Reise sein. Wenn wir die einzelnen Abschnitte des Aquaparks näher betrachten, können wir erkennen, dass die Höhlen, Wasserfälle, Strömungen und Geysire ein Dreieck bilden. Dieses Dreieck ist den Bermuda-Inseln nachempfunden, einem Ort geprägt von Wasser, Regen, Stürmen und allem, was mit der Natur verbunden ist. Hier entstand die Idee, eine Grotte zu konstruieren, die von Sturzregen und Gewitterstürmen erfüllt ist. Das ist einzigartig und aus einer Idee vom Architekten und vom Ingenieurbüro entstanden, die sich Gedanken gemacht haben, wie man andere Attraktionen, neue Attraktionen in einem Freizeitbad integrieren kann. Hier konnten wir uns die extremsten Naturgewalten zunutze machen, um etwas Atemberaubendes zu erschaffen. Ein Besucher, der zum ersten Mal in die Grotte kommt, hat keine Vorstellung davon, was ihn erwartet. Er betritt eine einzigartige Atmosphäre, eine Mischung aus Klang, Musik, Farben, Gerüchen, Wind und Nebel. All diese Facetten hat der Rain Cave zu bieten und das ist der Verdienst der Ingenieure und Entwickler, die an diesem Projekt gearbeitet haben. Attraktion Rain Cave ist in 4 Zonen unterteilt und jede Zone bietet ein besonderes Erlebnis. Zu Beginn der Reise kommt man in die orange Zone. Hier erschaffen der warme Regen und die Wasserspiele der Brunnen eine wundervolle Tropenatmosphäre, die geprägt ist vom Duft von Orangen. Die zweite ist die grüne Zone, die im Vergleich zu Orangen ein Gefühl von Frische vermittelt. Rhythmische Musik, erfrischende Temperaturen und der Geruch von Minze lassen keinen Besucher unberührt. Beim Betreten der blauen Zone wird der Besucher von warmen und frischem Sommerregen begrüßt. Wasser fließt überall. Es blitzt und riecht nach Gewitter und nach der Brise des Meeres. Es entsteht eine atemberaubend realistische Atmosphäre. Die letzte Zone ist in Rot gehalten. Beherrscht von Donnerregen und aus dem Boden steigenden Geysiren. Eine beeindruckende Stimmung. Wir betreiben den Rain Cave seit fast 2 Monaten und manche Besucher kommen bereits zum 5. oder 6. Mal. Auf unserer Internetseite lese ich Fragen wie: Wir wollen heute den Aquapark besuchen. Ist der Rain Cave in Betrieb? Wenn nicht, dann kommen wir auch nicht. Unsere Entwickler haben die richtige Entscheidung getroffen und für dieses Projekt die Spezialisten der Firma Aquila gewählt. Ja, und an den Emotionen von den vielen Gästen sieht man auch ganz einfach, dass es ankommt. Die springen und tanzen da drinnen. Das macht jedes Mal, wenn ich herkomme und mache eine Visite, macht mir Spaß, dazu zu gucken, wie die Leute drinnen tanzen. Das ist wie Flipper. Also es ist Wahnsinn. Rain Cave, die Zukunft der Erlebnisattraktionen.